Hallo, liebes Weltwunder. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und ich nutze jetzt dieses kleine Video dazu, dir zu erzählen, wie kannst du herausfinden, ob oder was in deinem Verdauungssystem nicht in Ordnung ist. Und die Sandra hat mich gestern gefragt, ob man ein Leaky Gut, also diesen durchlässigen Darm, anhand einer Darmspiegelung feststellen kann. Liebe Sandra, das ist nicht der Fall. Denn bei einer Darmspiegelung geht der Arzt mit einer Kamera in den Darm und schaut dann, was er mit dem bloßen Auge sehen kann. Ja, das sind ganz massive Entzündungsprozesse zum Beispiel, aber auch Tumore oder er sieht Divertikel, das sind solche Ausbuchtungen in der Darmwand. Er sieht auch, ob irgendwelche Polypen vorhanden sind. Aber ein Leaky Gut findet viel feinstofflicher statt in der Darmschleimhaut. Ja, das sind diese Barrieren, die dann durchbrochen sind und das sieht man mit dem bloßen Auge nicht. Dafür verwenden wir Heilpraktiker zum Teil, aber auch immer mehr, Gott sei Dank, Ärzte, Alternativärzte, die sich mit der Thematik auseinandersetzen und wir führen diese Stuhlanalysen durch. Ja, das geht ganz einfach. Dort bekommt ihr so ein Röhrchen, ja, da könnt ihr schön eure Glückswürste oder was ähnliches reintun, ziemlich hochgefüllt. Dann auch natürlich, ihr esst, wie ihr immer esst, ja, ihr müsst euch nicht anstrengen, jetzt irgendwie ganz besonders gut zu essen, dass wir ein gutes Ergebnis bekommen, sondern ihr esst, wie ihr immer esst. Dann Stuhl füllen in dieses Röhrchen, das ist eine Herausforderung, ja, mit diesem kleinen Löffelchen. Dann ab in die Schutzhülle und dann bekommt ihr ein Versandbeutelchen und dann ab in den Briefkasten. So, und in diesem Stuhl können wir jetzt untersuchen, wie ist überhaupt deine Darmflora zusammengesetzt. Wir schauen nach Gärungskeimen, nach Fäulniskeimen. Wir schauen, ob es Keime gibt, die Toxine, also Giftstoffe produzieren, die deine Darmschleimhäute angreifen. Wir schauen aber nach deinen guten Bakterien, also die, die Keime abwehren, die deine Schleimhäute schützen, dein Immunsystem stärken. Oder wir schauen in so einer Analyse auch nach Pilzbefall. Also hast du zu viele Pilze in deinem Darm, die dann auch wiederum zu analen Juckreiz führen können oder Blähungen bzw. Verstopfungen oder auch Durchfälle. Also das kann auch ein Grund sein. Und wir untersuchen auch, wie ist dein Immunsystem im Darm? Ist es ganz doll aktiv oder ist es eher schon erschöpft? Ja, wir schauen nach Verdauungsenzymen oder auch, ob ein Leaky Gut vorliegt. Das erkennen wir auch sehr, sehr gut an dem Parameter Zonulin. Und wer diese älteren Beiträge von mir schon angeschaut hat, weiß, dass Zonulin ein Parameter ist, der zeigt, ob diese Darmzellen, noch die Verbindungsärmchen, wirklich stabil sind. Wenn das nicht der Fall ist, sehen wir das anhand des Zonulins. Und dann liegt auch ganz klar eine Durchlässigkeit im Darm vor. Ja, wir gucken auch, wie verdaust du überhaupt? Hast du zu viele Eiweiße im Stuhl, zu viel Fett im Stuhl, zu viel Ballaststoff oder Zucker? Also das sind alles solche Parameter, die wir uns anschauen. Und das macht oft ein Arzt nicht. Und anhand so einer Analyse, schaut mal, ja, das ist ganz übersichtlich, können wir dann wunderbar therapieren und es ist ja etwas Präventives, ja, also vorsorglich, dass wir gar nicht erst zu irgendwelchen ganz chronischen Erkrankungen kommen und ich freue mich, dass du Interesse daran hast und es ist ja nicht das erste Türchen heute geöffnet worden, wenn es da nicht eine Überraschung gibt, wenn du jetzt unter diesem Beitrag einen Stuhltest anforderst. Der kostet übrigens 140 Euro. Ja, du bekommst die Rechnung direkt vom Labor, wenn du die Stuhlanalyse eingeschickt hast. Ich bekomme deine Ergebnisse und dann werten wir das gemeinsam aus. Und für diese Auswertung würde ich dir gerne 20 Minuten gratis schenken heute. Das erste Türchen wird geöffnet, eine erste Überraschung. Und wenn du Interesse an dem Stuhltest hast, like unten bzw. schreib in deinen Kommentar, in den Kommentaren, du hast Interesse und ich schicke dir dann so einen Stuhltest und dann werden wir für deinen Darm, für deine Gesundheit
für den Start ins neue Jahr etwas Gutes für dich tun, eine gute Ursache setzen. Ich freue mich drüber und schön, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir einen ganz tollen ersten Advent, vielleicht auch mit einem Glühwein. Ja? Lass es dir gut gehen und bis bald.